Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran, oh Gott, ich hoffe, ich kann das halbwegs aussprechen, Moment mal, falsches Fenster offen, Gauntlet. Gauntlet, es tut mir leid, Leute, falls ich das falsch ausspreche und ich ein Banause bin. Das Spiel scheint recht bekannt zu sein. Das ist ursprünglich am Atari erschienen oder kommt zumindest von Atari Games von 1985. Hat also schon ein paar Jährchen hinter sich, ist also auch selbst für NES-Verhältnisse ein eher altes Game. Puh, ja, hauen wir uns mal rein, ich bin gespannt. Cover ist super episch. Cover ist wirklich super episch. Was haben sich die da wohl gedacht? Was heißt, hey Leute, ihr müsst das Cover irgendwie epischer machen. Es ist noch nicht episch genug. Noch nicht episch genug. Macht das verdammte Cover epischer. Und dann hat er gesagt, der Produzent, ja, jetzt noch ein bisschen epischer und dann ist okay. Okay, ich höre schon auf. Ja, das Cover ist schon heftig. Das kann man sogar zu zweit spielen. Ich spiele es natürlich alleine. Ich bin ein einsamer Junge, ich spiele das alleine. Und, was mache ich jetzt? Ich selecte mir einen Hero, Pfeil und Bogenmann, coole Frau mit Schild und Schwert, Pfeil und Bogenmann, Zauberer und super mega Axt Monster Held. Okay, ich nehme den Pfeil und Bogenmann, der entspricht am meisten meiner Statur. So, wo bin ich? Ich bin da. Okay, ich habe einen Schlüssel und ich kann da. Ich kann mächtig schnell rennen und man merkt, dass der Ursprung dieses Spiels wohl nicht der NES ist. Da schaut mir wirklich sehr nach Atari aus. Und die kommen. Da kann ich da. Habe ich unendlich Schuss? Ich hoffe, ich habe unendlich Schuss. Mit der alles platt hier. Alles platt machen! Da. Oder? Wie viel kommen da? Kommen nun endlich. Scheint so, oder? Also, zach. Unendlich ist zach. Ah, ich kann auch quer gehen und bin im Axt gelandet. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Und hey, press any key. Okay. Wenn irgendwo unendlich Gegner kommen, das ist etwas, das taugt mir überhaupt nicht. Aber schauen wir mal. Ja, das spawnt unendlich. Das spawnt auch hier unendlich. Das stresst mich total. Ah, nein, lass mich da durch. Ich möchte da durch. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Man weiß es nicht. Da oben ist ein Schatz. Der schießt auf mich. Okay. So, den habe ich dann auch gekillt. Komm schon, geh weiter. Warum kann ich da nicht weitergehen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was geht? Schatz eingesammelt. Möchte da weitergehen? Geht nicht. Okay. Da kommen wieder Monster. Horden. Ich denke, ein richtiger. Ah, da kommen wirklich abartig viele Monster. Komm, warum beweg dich? Warum wechselst du dich nicht mehr mal? Ah, ich habe ja nicht getroffen, bewege ich mich nicht mehr. Ist natürlich doppelt schlecht. Hier gibt es jede Menge Treasures. Sondern. Kann ich da irgendwas verschieben vielleicht? Na. Was ist Start? Room 2, sonst nix. Und Select. Würde es irgendwie interessieren, wie das zu zweit ist. Wo ist hier das Exit? Neo. Ich bin Morpheus, ich brauche einen Exit. keine Ahnung. Geht's hier weiter? Ich race da mal durch einfach. Nein, da ist auch kein Exit. Wo ist hier das verdammte Exit? Ich komme da eigentlich nicht weiter. Ah, muss ich das hier einsammeln? Diesen komischen. Das da oder? Das bringt irgendwie auch nichts. Oder? Keine Ahnung, was war das, was ich da eingesammelt habe? Sehe ich das hier irgendwo? Nein. Ha. Ich wollte schon sagen, ich gar nicht mehr so schlecht das Spiel, aber irgendwie.
wäre ich dann doch nicht schlau draus. Ich habe keinen Schlüssel. Dann kann ich da durch. Und es kommen unendlich viele Monster. Sind das die Spawnpunkte, diese braunen da? Ich nehme mal an. Ich kann diesen Spawnpunkt hier einfach nicht auslöschen. Das ist natürlich super bitter. Ja, ich kann hier einfach. Selbst. Ah, wenn ich drauf. Oh ja, wenn, selbst da kommt der Gegner. Okay. Das da unten sind andere Gegner. Vielleicht muss ich den Blatt machen. Relativ viel Leben, das wundert mich eigentlich. So, da gescheit abbauen. Warum verliere ich eigentlich permanent Leben? Auch wenn ich nicht getroffen wäre. Interessant. Fällt mir auch jetzt erst auf. Ich komme da nirgends nur hin, wo ich hin möchte. Kann ich auch was, vielleicht irgendwo was schieben? Was ist jetzt los? Ja, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich. Jetzt werde ich gefressen von den Monstern. Ja, ich weiß nicht, Leute, so recht. Ich weiß nicht, so recht, was ich davon halten soll. Ah, da ist das Exit. Ich hab's doch noch gefunden. Exit, da gibt's noch was zum Treasure und dann hier gibt's noch was. Und tschüss, Leute. Ich bin im Exit. Wow, schwierig. Weiß nicht, ich hab's irgendwie nicht gecheckt, was Exit ist. Wie komme ich da? Ah, das kann man zerstören, diese Dinger da. Game over! Okay, wie lange habe ich denn gespielt? Schauen wir mal. 10 Minuten! Ah ja, noch keine 10 Minuten. Noch keine 10 Minuten, Leute. Jedes Game 10 Minuten. Ai. Da muss ich nochmal ran. Aber es ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Aber ich mag auch den. Nein, ich wollte jetzt eigentlich einen anderen. Nein, so machen wir es nicht. Ich brauche schon einen anderen jetzt. Ich brauche jetzt schon einen anderen Helden. Nicht den Pfeil und Bogenmann, sondern einen anderen. Den Zauberer vielleicht? Oder. Ja, sie da einfach mal da. Die Heldin. Vielleicht ist die Heldin irgendwie cooler. Ah, die schießt auch nur Pfeile. Okay. Das scheiden sich jetzt nicht so krass anscheinend. So, Schlüssel. Schlüssel machen diese Tore auf. Aha, und da unten ist ein Spawnpunkt, dieses. So, Spawnpunkt gekillt. Euch kill ich da auch noch alle. So, da ist noch ein Spawnpunkt. Spawnpunkt gekillt, da komme ich nicht durch. Kann mir hier aber einen Schlüssel holen. Und da gehe ich aber lieber darüber, weil da gibt es jede Menge Zeug zum Holen. Jede Menge Schätze hier zum Einsammeln. Ich muss schauen, dass ich runterkomme. Okay. Die Dungeons sind ja irgendwie. Sind die random generiert? Das wäre natürlich cool, wenn dem so ist. Bin mir nicht sicher, ob es so ist, weil ich jetzt ein anderes Spielfigur genommen habe. Aber es macht mir den Anschein. Aha, ich kann auch auf dem Button drauf bleiben, auf dem Schieße-Button. Das ist natürlich nice. So, da. Ja, Leben eingesammelt. Jede Menge Schätze. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten gefallen. Ich meine, ich mag generell solche diese Art von Spiele nicht so, wo man durch Dungeon geht und einfach nur Monster glaubt und Sachen einsammelt. Ist einfach nicht so meins, aber ich glaube, Leute, die das mögen, werden damit auch heute noch hier ihren Spaß haben. Uah. Sehr gut. Spawner gekillt. Und dann hier noch alles platt machen hier. Bis hier nur noch die Nachkommen vom Spawners da sind. Und weg damit. Oder? Und wir schnappen uns ein Gens Exit. Jawoll! Ich verstehe nicht ganz, was das ist. Das verstehe ich nicht.
Diese Anzeige da, die sagt mir irgendwie nichts, die verstehe ich nicht. Schade eigentlich. Ich spiele es noch ganz kurz, irgendwie taugt es mir. Ist schon irgendwie. Hat irgendwie was. So, dann frage ich, wo gehe ich hin? Links, rechts? Ich gehe nach links. Kommt mal besser vor. Das war aber jede Menge. Diese Dinge können auch nicht durch den Tresor gehen, das finde ich interessant. Weil durch den Schatz oder was auch immer das ist. Da ist schon das Exit. Ja, gehen wir doch gleich weiter ins nächste Exit. Fehlt eigentlich nur noch ein Aufpowerungszeug. Weiß nicht, ob es das hier gibt. Das fehlt mir ein bisschen. Das wäre irgendwie cool. So, na, wie komme ich da jetzt weiter? Oh ja, da bin ich gleich auf die Schnauze gekommen. Hier kann ich mal alles platt machen, ja, aber es ist ein bisschen viel zum platt machen. Ich müsste schauen, dass ich da irgendwie die Spawner zerstöre. Aber es sind halt verdammt viele Spawner. Ich komme kaum mit dem Schießen, wird es weniger? Ich fürchte irgendwie nicht. Mal das da zerstören, vielleicht hat das geholfen. Okay, ich habe hier mal den Spawner zerstört, den einen. Da unten ist noch einer. Ich muss diesen unten und Spawner da mal platt machen. Ja, ein bisschen Strategie braucht man da schon, finde ich ganz interessant. Reicht das jetzt hier aus? Ich glaube, es ist nur noch ein Spawner da, oder? Kill ich jetzt schneller als die Spawner? Ein bisschen vielleicht. Ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Spawner zerstören. Nein, das ist schlecht. Schlechte Position hier. Okay. Das war nicht so gut gemacht. Es ist schon hart. Es ist hart. Es ist hart, das Game. Und dann mal da Eisblatt machen. Den Spawner auch noch gekillt. Hätte ich vielleicht nicht machen müssen. Hätte ich einfach ins Exit schon längst gehen können. Oh. Ja, also ich verstehe es. Ich verstehe es, was an diesem Spiel so cool ist. Macht heute auch noch Spaß. Kann man schon sagen. Wo die Grafik halt echt schon alt ist, also auch alt, es fühlt sich echt, riecht auch für NES-Verhältnisse alt an, aber ich würde nur ein bisschen mehr Gameplay wünschen, also ich würde mir eher noch wünschen, mehr Zeug zum Einsammeln, also das Geld, irgendwie besserer Schuss hätte ich gerne, mehr Leben, vielleicht mehr Zeit und ansonsten, ja, es ist Kritik auf hohem Niveau. Ich meine, man muss noch dran denken, wann das dieses Spiel erschienen ist. Gut, aber ich lasse jetzt. Ich lasse jetzt. Ist ein gutes Spiel. Kann man sich mal anschauen. Wenn man solche Dungeon Crawler gerne spielt, kann man auch heutzutage noch reinschauen. Hier hat das Ganze offensichtlich seinen Ursprung genommen. Gut, wir gehen hier mal auf unserem Endscreen und hoffen, er funktioniert. Ja, funktioniert heute. Heute funktioniert der Endscreen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet, gebt mir einen Daumen hoch. Da unten könnt ihr abonnieren. Da unten. Ja. Und Kommentare, Leute. Schreibt mir was, wenn ihr das Spiel kennt und irgendwelche Zusatzinfos habt. Immer gerne, nur her damit. Und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Hey. Ciao, Leute. Bis bald. Wir sehen uns.